bin's Alina, willkommen auf meinem Channel Team Alina und heute zeige ich euch einen Leg-Workout von mir. Viel Spaß dabei! Yo, ich bin dabei und wir machen heute zusammen ein Beintraining, sind hier schon am Beinstrecker. Ich weiß, die Übung ist nicht besonders beliebt, vor allem beim Ärzten, aber wir machen es nicht so, dass wir auf niedrige Wiederholungszahlen gehen, sondern uns wirklich nur aufwärmen, die Knie aufwärmen, Blut erstmal durchpumpen, damit wir die Muskeln hier, also zum Beispiel Quadrizeps, einfach besser bei der Übung, zum Beispiel Kniebeuge oder Beinpresse, also bei den Grundübungen merken, ja, dass wir die wirklich eine Kopf-Muskel-Verbindung aufbauen können. Und Alina behauptet ja, dass vom Beinstrecker ihre Quadrizeps wachsen, dass sie nicht aber mehr in die Hose richtig. Passt. Deswegen mache ich das nicht so oft das ist so gerne. Extreme Bro-Science? Nein. Ja, also vom Beinstrecker, dass dort die Beine extrem wachsen, habe ich noch nie gehört. Ich muss erstmal aufwärmen. Alinas Meinung. Jetzt wird es ganz einfach, ganz easy aufgewärmt, ganz wenig Gewicht. Erstmal gesehen, wo stehen wir? Langsam runter, genau. Etwas explosiver nach oben. Ja, Beinstrecker ist nicht so ganz ungefährlich wegen den Scherkräften, die hier auf dem Knie liegen, ja, weil das Polster halt ja, dort gegendrückt und es dann über das Kniegelenk geht. Und deshalb wird Beinstrecker immer davon abgeraten. Aber ich sage, wenn ihr davon 20, 30 Wiederholungen macht mit relativ wenig Gewicht, ja, das heißt nicht probiert irgendwie runter auf 8 oder sonst was zu gehen, dann dürfte dabei eigentlich nichts passieren. Ja, das ist schon ordentlich. Ja, Alina hat sehr schlanke Beine, aber trotzdem muskulös. Wenn sie wirklich eine Skinny Jeans trägt, dann sieht man da auf jeden Fall die Muskeln durch. Das ist schon sehr cool. Ohne diesen, ist ja ein bisschen in Mode gekommen, würde ich sagen, oder? Dieser Zentauren-Look. Dieses, dass sozusagen der Oberkörper wie bei normalen Menschen ein bisschen muskulös ist bei den Frauen und dann unten wirklich so einen richtigen krassen Stierbein. Ich weiß gar nicht, Zentaure, Minotaure, keine Ahnung. Eins von beiden auf jeden Fall so, dass so ein riesiger aber ich mag's nicht. Ich Pferdehinter mit riesigen Beinen. Ja, also manche mögen es. Ich finde, wir haben, glaube ich, auch sehr viel Respekt davor, aber. Ich finde es unglaublich, wie man sowas erreicht, aber ich will es einfach nicht haben. Also, es ist nicht mein sportliches Ziel. Das verbiete ich ja auch. Verbietet mir gar nichts. Nein, ich kann mir gar nichts. Verbietet also, auch jetzt bin ich dran. Aber das, hier, dieser Macho. Jetzt bin ich dran, aber das wollt ihr nicht sehen. Und dann zeigen wir Alina mal beim richtigen Arbeitssatz. So, in meinem Ersatz habe ich jetzt gerade 40 Wiederholungen gemacht. Jetzt gucken wir mal, Alina. Achtet immer darauf hier, wenn ihr das einstellt, dass das Knie auch in Höhe von dem Gelenk vom Gerät ist. Ja? Kniegelenk auf Höhe davon. Dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Manche lehnen sich extrem weit zurück. Probiert einigermaßen aufrecht zu bleiben. Langsam runter, nicht zu doll überstrecken hier unten. Also wirklich nicht zu weit runter gehen. Da entstehen eher die Kniebeschwerden, als wenn ihr oben durchstreckt, ja. War es zu viel? Nee, ich war schon bei 12, 13. Ja. Hast du schwerer gemacht, oder? Nee, leichter. Ah, okay. Yeah. Und komm, super. Oh, es brennt immer so extrem, ey. Kann man kaum sitzen bleiben. Okay. Mal rumhampeln. Keine besonders spannende Übung. Das heißt, wir machen jetzt hier noch jeder zwei Sätze. Genau. Also, dass wir insgesamt drei haben. Und einen Aufwärmsatz. Genau. Dann geht's über zur ersten Grundübung. Okay, während ich hier ein paar Kniebeugen mache, macht Alina Hang Cleans und dann zu Front Squats. Ab geht's. Zack. Ja, umsetzen. Dann Front Kniebeuge. Denkt daran, wirklich die Ellbogen unter der Hantel zu haben, dass es alles muskelgestützt ist, nicht über die Gelenke geht. Füße bleiben da, wo sie sind, etwa hüftbreit, vielleicht ein klein bisschen mehr. Und dann probiert ihr wirklich die Brust raus und so aufrecht es geht. Zack, sehr schön. Kleiner Buttwink unten, den musst du noch ein bisschen ausgleichen. Genau, Brust rausstrecken. Zack. Jawohl, die erste Runde. Wenn ihr Chucks anhabt, dann habt ihr auf jeden Fall eine dünne Sohle. Das heißt, dass ihr ja, nicht ins Trudeln geratet. Ne? Ist eher noch dem Barfuß am ähnlichsten, anstatt irgendwie so super gedämpfte Schuhe. Okay, das war die erste Runde für Alina. Man sieht hier schon die Druckstellen. No excuses. Ist anstrengend. Ist geil. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Gewicht drauf und machen ein bisschen niedrige Wiederholungszahlen. Ich bin jetzt hier dran, weil ich mit Kniebeugen und dann... ja, so trainiert man auch ganz gut zusammen. Ja. Einfach eine Plattform. Das gibt ja wieder an mit seinen Gewichten. Ja. Das Aufwärmen, nix. Ah,
öffne die Hände lieber. Genau, und behalte es muskelgestützt auf der Schulter, auch wenn es weh tut. Da musst du durch, Mietz. Ja, noch explosiver hoch mit beiden Seiten gleichmäßig. Peck! Super, komm. Raus. Yeah. Und richtig schön. Power. Super. Und jetzt Arsch anspannen und explosiv nach oben. Super. Schön, Mietz. Weiter. Gib Gas jetzt. Komm. Ja, 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 ja. Push. Super. Sehr schön. Geil. Okay, ab geht's. Hep. Seitliche Step-Ups auf einem Bein. So wird das eine schon schön gerüstet. Von der Koordination her einfacher als das Abwechselnde, generell bei Step-Ups. Aber natürlich wird halt der eine Muskel extrem belastet während der ganzen Zeit. Der erste Satz ohne Gewicht. Hier sind aber schon Gewichte vorbereitet für den zweiten Satz. Dalina macht so einen kleinen Mini-Jump. Guck mal. Ja, man muss da gar nicht so hoch springen. Es geht nur um das explosive Rausdrücken. Zack. Jawohl. Ja, wir haben jetzt die Übung vorgezogen wegen den Handgelenken auch. Weil natürlich bei den Cleans ist auch eine Belastung der Handgelenke da. Jetzt erstmal komplett eine Übung, wo du jetzt nicht irgendwie die Handgelenke beugst oder sonst was. Alles klar? Alles gut. Wunderbar, okay. Also jetzt haben wir Beinstrecker, da hat nächste Übung die Hangcleans mit den Front Squats. Jetzt haben wir seitliche Step-Ups. Und ja, wir machen jetzt hier noch zwei Sätze. Die mache ich natürlich nicht. Ich mache weiter ein Kniebeugen und dann geht es zur nächsten Übung. Okay, jetzt nach einer dynamischen Übung mit wenig Gewicht und viel Wiederholung kommt jetzt wieder mal schön eine richtig geile Bauarbeiterübung für Alina jetzt. Und Arsch raus, aufrecht, zack, jawohl. Negativ noch ein bisschen kontrollierter. Muss nicht langsam sein, aber zumindest kontrolliert, dass du genau weißt, wo das Gewicht lang geht. Und du das Gewicht beherrschst und nicht andersrum. Super, Brust raus, sehr schön. Jawohl, noch mehr, ein bisschen aufrechter. Ja, bei manchen Leuten, die extrem lange Beine haben, ist halt das wirklich das normale, reguläre Kreuzheben fast nicht möglich. Das heißt, sie müssen ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne gehen und daraus ein leichtes rumänisches Kreuzheben machen, weil es einfach sonst nicht geht, dass die Stange parallel runtergeht. Und darum geht es im Endeffekt. Die Stange wandert parallel nach unten und ihr schmiegt euren Körper daran an. Ja, die Arme werden nicht angewinkelt und irgendwie so nach vorne gehoben mit der vorderen Schulter, sondern ihr schmiegt euren Körper daran, die Hantel bewegt sich nicht. Ihr müsst immer euch vorstellen, das sind 100 Kilo oder 120 oder 150 und da könnt ihr das auch nicht so nach vorne nehmen. Ja, dann könnt ihr auch nicht die Stange so ein bisschen machen, das geht nicht. Ja, und deshalb müsst ihr euch vorstellen, ganz schwer und die geht senkrecht runter und ihr macht den Arsch so weit nach hinten, da, mit aufrechtem Rücken, dass ihr da runterkommt. So, Madame hat schon einiges hinter sich heute. Die Sitzpause eingelegt. Sitzpause? Ich verbiete eigentlich immer Sitzpause, weil der Kreislauf runterfährt, Madame. Ja, hopp, 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 hopp. Okay, let's go. Kreuzheben, Brust raus und Pull. Super. Genau. Sehr schön. Brust raus, sehr gut. Üben nicht aufrecht, Knie bleiben schön außen, super. Viele stellen sich viel zu weit hin. Stellt euch bei Hüftbreit hin, ja. Bis zu Schulterbreite. Aufrecht, aufrecht. Super, schön. Kontrollier die beim Runtergehen. Kontrollieren. Du kontrollierst das Gewicht. Ja, 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 ja. Nachfassen. Drauf scheißen. Pull. Super. Schön aufrecht. Genau. Yes. Dritter Satz. Reicht. Okay, Leute. Als letztes nochmal den Beinbeuger richtig schön bearbeiten. Ja, einzeln. Die Übung hat Alina echt lieb gewonnen, ne? Ja, Mann. Überstreck den Kopf nicht so ganz, nur ein bisschen. Genau, 45 Grad kannst du nach vorne gucken, aber ich würde nicht zu weit nach hinten nehmen. Das ist nicht die Überregel, aber okay. Probiert hier die Hüfte schön runter zu drücken, ja, dass ihr nicht mit dem Arsch hochgeht, weil das ist gefährlich für den Rücken ein bisschen. Und dann abwechselnd nach oben und vor allem langsam wieder runter. Bei der Übung ist es gar nicht so einfach, vor allem am Anfang. Du hast hier direkt, warte mal. Okay. Es ist gar nicht so am Anfang vor allem es langsam runterzulassen. Generell beim Beinbeuger, aber bei diesem Dualen, wo nur ein Bein gefordert ist und erstmal auch Koordination, wird es am Anfang nicht so einfach sein. Dann knallt es erstmal runter. Das muss man kontrollieren können.
Ist nicht ganz so easy, aber Alina kann es mittlerweile. Jawohl, und am Ende nochmal doppelt rausballern. Super. Langsam, genau. Ihr könnt hinten die Füße flexen, das heißt also die Zehenspitzen ranziehen oder weghalten. Wenn ihr die ranzieht, dann habt ihr ein bisschen mehr Wadeneinsatz. Wenn er die wegmacht, dann isoliert er noch mehr den hinteren Oberschenkel. Das zeckt, ne? Okay, wir machen jetzt hiervon insgesamt 3 bis 4 Sätze. Einen hat Alina schon. Jetzt bin ich dran. Okay, zur Abwechslung. Zweite Runde mit beiden Beinen. Jawohl. Machen hier relativ kurze Pausen, nur solange der andere die Übung macht, macht der andere Pause. Direkt wieder ran, wenn der ja immer erschöpft ist, der Beinbeuger, ist natürlich extrem schwer. Da musst du aufpassen, nicht zu explosiv nach oben, sonst lässt du sie fallen. Wobei es natürlich am Ende cool ist, wenn man es so macht, dann hat man nochmal eine schön heftige Negative. Eine schöne plyometrische Wiederholung. Yeah. Schwindel. Was haben wir jetzt? Also, jetzt haben wir Beinstrecker. Du hast Hang Clean zu Front Squats. Dann hast du Step-Ups. Genau. Und Kreuzheben. Bis 5 Wiederholungen runter. Und jetzt noch Kreuzheben. Jetzt noch Beinbeuger. Und danach wahrscheinlich noch eine Wadenübung. Müssen wir gucken, ob wir mit der Zeit hinkommen. Perfekt. So, Leute. Alina jetzt. Wadenheben und Stehen ist hier nicht so richtig möglich. Nur eine Hackenschmidt. Und deshalb machen wir das hier manuell im Stehen. Alina trainiert sie ganz scheit schon mit Verlobungsring eigentlich. Auch immer nicht. Madame, dafür ist er nicht gemacht. Genau. Dehnung. Und dann bam, ganz auf die Zehenspitzen, so hoch ihr könnt. Für die schönen High-Heel-Waden. Auch mal die Hand dann im nächsten Satz wechseln. Wenn wir eine gleichmäßige Belastung einigermaßen haben. Wir machen jetzt 4 Sätze mit sehr, sehr, sehr kurzen Pausen, bis es brennt. Zack, und dann macht Alina nochmal manuell ohne Gewicht ganz auf die Zehenspitzen rauf, um den nochmal total zu erschöpfen. Krass, aber. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.